Ja Leute, es geht weiter mit Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Obwohl, machen wir lieber noch ein wenig Pause, denn die Dinge sehen nicht gut aus. Dort sind Carphone, die uns angreifen. Unsere Kameraden sind gefesselt. Wir wollten hier gerade in diesen geheimen Hain gehen, um unsere Prüfung zu bestehen. Und dann auf einmal kam hier diese Sith-Kriegerin, die ganz schön unfair ist. Wir werfen jetzt erstmal eine Granate auf sie. Und dann sehen wir zu, wie sie uns tötet hier. Also wir haben echt keine Chance gegen die, kurz nur angemerkt haben. Ja, krass, Mann. Und in der Zeit tötet sie jetzt noch unsere Kameraden. Geil. Komm, nein, lass meine Kameraden in Ruhe. Lass sie in Ruhe, Mann. Hau drauf! Hau drauf, Mann. Maxi, bitte, bitte. Ah! Ihr seid zu stark. Stärker als ich, selbst in meiner Dunkelheit. Ich bin Yuhorny und das hier ist mein Hain. Es ist mein Heiligtum dunkler Macht. Das ist der Ort, an den ihr vorgedrungen seid. Als ich die dunkle Seite umarmte, suchte ich mir diesen Ort als Zufluchtsstätte aus. Er gehört mir. Als ich Master Quatra tötete, wusste ich, dass ich nie würde zurückkehren können. Und jetzt ergötze ich mich an meiner dunklen Macht. Ich verfüge über genug Macht, um das Leben aus euch zu quetschen. Dachte ich zumindest. Ja, ich habe sie während des Trainings niedergestreckt. Ich wurde von meinem Zorn überwältigt. Ich habe die Macht des Hasses umarmt. Aber es war nicht genug. Was wollt ihr? Warum belästigt ihr mich? Der Rat hat euch also geschickt, um mich zu töten? Da ihr mich so mühelos besiegt habt, warum habt ihr dann euren Auftrag nicht vollendet? Ist es nicht offensichtlich, dass ich nicht gerettet werden kann? Lügen. Lasst mich allein und kommt wieder, wenn ihr den Mut habt, es zu Ende zu bringen. Was wollt ihr? Warum belästigt ihr mich? Reden? Ihr, der ihr mich so mühelos geschlagen habt, wollt reden? Das kann ich nicht glauben. Tötet mich jetzt, solange ihr noch die Oberhand habt. Kein Zorn. Frieden. Doch selbst mit eurer naiven Einstellung habt ihr es geschafft, mich zu schlagen. Ich bin lächerlich. Ich sitze hier und denke, ich wäre so großartig, weil ich die dunkle Seite umfangen habe. Aber dabei bin ich ein Nichts. Es gibt keine Möglichkeit, wie ich den Weg zurückfinden könnte. Ich dachte immer, man würde mich zurückhalten. Die anderen Jedi wären eifersüchtig auf meine Macht. Doch in Wahrheit war es nur, weil ich nicht gut genug war, um ihren Standards gerecht zu werden. Ich war es niemals. Ich danke euch für eure freundlichen Worte, Jedi. Ich habe offenbar noch viel zu lernen. Sowohl darüber, was es heißt, eine Jedi zu sein, als auch darüber, was es heißt, ich selbst zu sein. Doch ich wünschte, der Preis meiner Ignoranz wäre nicht so hoch gewesen. Ich wünschte, mein Meister hätte nicht wegen mir leiden müssen. Wenn sie noch am Leben wäre, gäbe es so viel, was ich ihr sagen könnte. So viel, für das ich mich entschuldigen würde. Wie kann mich der Rat nur jemals wieder akzeptieren, nach dem, was ich getan habe? Meinen Meister im Zorn niederzustrecken, ist unverzeihlich. Der Rat mag ja eine Menge vergeben, doch nicht, was ich getan habe. Ich bin verloren. Obwohl ich bereit wäre zu bereuen, gibt es niemanden, zu dem ich gehen könnte. Lasst mich in meinem Elend und meiner Hoffnungslosigkeit allein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Jetzt, wo ich meinem Meister und allen in meiner Umgebung solches Leid zugefügt habe. Das ist es. Ich war es. Lasst mich mit meinem Schmerz. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn sie noch im Leben wäre, gäbe es so viel, was ich ihr sagen könnte. So viel, für das ich mich entschuldigen würde. Wie kann mich der Rat nur jemals wieder akzeptieren, nach dem, was ich getan habe? Einen Meister im Zorn niederzustrecken, ist unverzeihlich. Wenn ich ihnen zeige, dass ich frei von Leidenschaft bin, dass Frieden in mir ist,
dass ich bereit bin, meiner dunklen Seite abzuschwören. Vielleicht, ja. Vielleicht würde man mich wieder aufnehmen. Denkt ihr, das würden sie tun? Kann es möglich sein, nach dem, was ich getan habe? Ich danke euch, Meister Jedi. Ich werde dann zum Rat zurückkehren. Ich werde mich ihrem Richtspruch unterwerfen und hoffen, dass man mir verzeiht. Ich danke euch erneut. Ich bin mir sicher, ich werde über euch noch große Dinge hören. Okay, meine liebe nette Juani, das ist doch mal etwas. Eine Sith-Kriegerin, die wir hier einfach gefunden haben und zur dunklen Seite, zur guten Seite wieder zurückgebracht hat. Leute, das ist echt lustig, weil... Was war das, was uns hier gesagt wurde, ist bei der Prüfung, nicht alles Dunkle ist böse, nicht alles. Und genauso ist es hier auch. Richtig, richtig cool, Leute. Und so haben wir hier eine, die von der dunklen Seite ergriffen wurde, wieder zur guten Seite gebracht. Ich würde sagen, damit können wir unsere Mission hier abschließen, zurück zu Eben Hawk gehen. Und ich würde sagen, wir schauen, was wir erreicht haben. Mission, bist du's? Ich bin's, Lina. Weißt du noch? Ich war auf Taris mit deinem Bruder zusammen. Lina? Was machst du hier? Wo ist Griff? Ich bin nur auf der Durchreise. Griff und ich haben uns einige Monate, nachdem wir Taris verlassen hatten, getrennt. Ist wohl besser so. Dein Bruder bringt Unglück. Rede nicht so über meinen Bruder, du aufgeblasene Schlampe! Nimm das sofort zurück, oder ich reiß dir deine verdammten Tentakel aus! Mission, was ist denn los mit dir? Was habe ich dir denn getan? Das ist nicht ganz richtig. Mission hätte uns begleiten können, aber sie wollte ja nicht. Es war allein ihre Entscheidung zu bleiben. Du lügst. Griff hat gesagt, dass du seine kleine Schwester nicht mitschleppen wolltest. Deshalb musste er mich zurücklassen. Das hat er dir erzählt? Ich wollte, dass du mitkommst, Mission. Ich hätte sogar dein Ticket bezahlt. Warum auch nicht? Ich habe sowieso alles bezahlt. Dieser verdammte Schmarotzer. Mir hat er gesagt, dass du zu sehr an Taris hängst. Also wollte ich ihn überreden, ebenfalls zu bleiben. Aber er bestand darauf, dich erst später nach Tatooine zu holen. Das war auch eine seiner Lügen. Nein, die Einzige, die hier lügt, bist du. Griff hätte mich nie zurückgelassen. Überleg doch mal. Wenn Griff dich nicht loswerden wollte, warum hat er dir nicht gesagt, wohin wir fliegen? Als wir Taris verlassen hatten, erzählte er mir, dass du immer nur ein Klotz am Bein warst. Tja, Griff macht immer andere für seine Probleme verantwortlich. Deshalb hat er dich verlassen. Als mein Geld alle war, hat er dasselbe mit mir gemacht. Plötzlich gab er mir die Schuld, dass seine verrückten Pläne nicht funktionierten. Hey, wenn du mit Griff reden willst, nur zu. Soweit ich weiß, arbeitet er neuerdings in den Minen der Cherka Corporation auf Tatooine. Wie dem auch sei, ich will den Mistkerl nie wiedersehen. Griff ist ohne dich sowieso besser dran, du strippende Tentakelschlampe. Tja, das war mein Stichwort. Ich wollte dich nicht provozieren, Mission. Aber eines Tages wirst du erkennen, dass ich recht hatte. Hoffentlich ist es dann nicht schon zu spät. Das Schlimme ist, ich glaube ja sogar, weil das, was wir hier über Griff gehört haben, alles ist... war jetzt eigentlich auch alles nicht so das war. Das hat sich auch alles eigentlich sehr, sehr negativ angehört. Ich sehe, wir haben ein Level Up. Und das freut mich doch immer sehr. Wir haben 2 Punkte. Überreden müssen wir definitiv mehr Skillpunkte machen. So. Passt. Dann Kräfte. Was haben wir denn hier Schönes? Kurierenhammer. Dann hier den Geist verändern. Und dann hier... Was er macht... Beeinflusst deine Gesprächspartner mit der Hilfe der Macht an jede mögliche Fähigkeit. Ja, Geist verändern. Machen wir. Dann können wir also Leute beeinflussen. Warte mal. Doch, hier. So. Das hört sich nämlich cool an. So. Bei dir ist es mir echt wurscht. So muss ich wirklich sagen. Und hier auch. Zack. Lass mal euch mal machen. Ich finde es traurig hier, was hier die Mission erzählt bekommt, weil sie ja wirklich an ihrem Bruder hängt. Aber ich befürchte fast, dass es die Wahrheit ist. Dass der hier eigentlich hier in Wahrheit der Böse ist, der Griff. Aber naja. So, wir müssen nun zum Jedi zurückgehen. Schauen, was sie hier mit der Sith-Assassinin hier machen. Und ich hoffe, muss ich sagen, dass sie über sie richten. Hey, wer weiß, vielleicht nehmen wir sie in unsere Party auf.
Die besten Menschen kommen in unsere Party. Wen haben wir denn da? Einen Wookie, ein Kind, einen abgehalferten Soldaten. Okay, eigentlich ist der Kaff kein abgehalferter Soldat. Und natürlich dann hier Bastille, die irgendwie ein bisschen protzig ist. Und natürlich mein absoluter Liebling, ein Gangster. Super Kombination. So, mit wem müssen wir eigentlich reden? Ich denke hier mit dem Zar. Reden wir mal und sagen wir, dass wir auch die dritte Prüfung eigentlich bestanden haben. Gut gemacht, Schüler. Der alte Hain wurde gereinigt. Johorny wurde davon abgehalten, sich noch weiter auf dem Pfad der dunklen Seite zu verirren. Dank euch wandelt sie nun wieder im Licht. Doch obwohl sie gerettet werden konnte, solltet ihr stets daran denken, was mit ihr geschah. Johorny ist eine treue Dienerin der Ideale des Ordens. Aber dennoch war sie für die dunkle Seite empfänglich. So wie wir es alle sind. Sie hat im Training voller Zorn nach ihrem Meister geschlagen und sie schwer verletzt. Doch es war Quatras Wahl, Johorny auf diese Weise auf die Probe zu stellen. Offenbar hatte sie nicht so Unrecht damit. Johorny wurde geläutert. Ihr habt euren letzten Test bestanden. Ich gratuliere euch, Schüler. Oder sollte ich sagen, ich gratuliere euch, Padawan? Ihr seid würdig, zu den Jedi zu gehören. Ich will euch hiermit als Erster in unserem Orden willkommen heißen. Leute, wir sind ein Jedi! Das ist doch mal was. Ich muss noch mal kurz schauen. Wir können immer noch kein Laserschwert hier herstellen. Es ist blöd, wir können jetzt noch aufwerten. Ich will aber eigentlich hier ein neues... Naja, egal. Nichtsdestotrotz, Leute, wir sind jetzt ein Jedi. Die Frage ist, was machen wir jetzt als Nächstes? Müssen wir gleich nochmal schauen, ob wir hier noch irgendwelche coolen Quests offen haben. Der Rat der Jedi, Missionsbruder, ja, das ist klar. Marianische Plünderer, davon haben wir definitiv viele besiegt. Oh, ansonsten ist ja nichts so Wichtiges. Keine Rose Guard. Ja, ansonsten ist ja so wichtig. Reden wir lieber erstmal mit dem Rat der Jedi, was sie nun mit uns vorhaben. Wenn ihr Fragen habt, solltet ihr sie an die Mitglieder des Jedi-Rats. Es ist schön zu sehen, dass Johorny auf die helle Seite zurückgekehrt ist. Ich muss euch für eure Leistungen gratulieren. Eure Taten geben uns Hoffnung für die Zukunft. Eure Ausbildung ist jetzt beendet, Padawan. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass wir uns um die Ereignisse in dem Traum kümmern, den ihr und Bastila gemeinsam hattet. Als wir von der Ruine aus euren Träumen hörten, erkannte Master Dorak sofort, dass es eine der zahlreichen alten Ruinen hier auf Dantooine sein muss. Sie liegt östlich von der Enklave. Wir schickten einen Jedi, um der Sache nachzugehen, doch er ist nicht zurückgekehrt. Vielleicht war es ein Fehler, ihn zu schicken. Die Macht führt euch durch die Visionen, die ihr empfangt. Vielleicht ist die Erforschung der Ruinen euer Schicksal. Deswegen hat der Rat sich entschlossen, dass ihr sie untersuchen sollt. Das Geheimnis, um Malak aufzuhalten, könnte in einer der Ruinen verborgen sein. Ihr müsst sie untersuchen und herausfinden, was Revan und Malak dort gesucht haben. Das wissen wir nicht. Das sollt ihr ebenfalls herausfinden. Wir befürchten das Schlimmste. Wollt ihr sonst noch etwas wissen? Bastila wird eines Tages... Bastila war... Der Weg, der... Das kann man ja schon, die Geschichte. So, Bastila ist jetzt wieder in unserer Party. Ja, ich wollte sie eigentlich auch mitnehmen. Okay. Und dann würde ich sagen, nehmen wir hier auch die Gaunerin hier mit. So. Ja, oder halt doch Kart. Nee, nehmen wir schon Mission mit. Wieso eigentlich nicht? Ich verlange Gerechtigkeit. Die Familie Sandrill hat sich wie Mehltau über Dantooine gelegt. Sie muss bestraft werden. Der Rat wird sich um die Angelegenheit kümmern, Herr Matalei. Ihr müsst geduldig sein. Ihre Anschuldigungen entbehren jeder Grundlage. Und wir wollen doch nicht, dass es zu Ärger mit den Sandrills kommt, wenn es sich um einen Irrtum handeln sollte. Irrtum? Mein Sohn Shen ist verschwunden. Wer wollte bezweifeln, dass die Sandrills dafür verantwortlich sind? Es gibt auch noch andere Erklärungen für das Verschwinden eures Sohnes. Ihr Jedi könnt doch wirklich nur reden. Ich werde jedenfalls nicht mehr lange warten, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Egal wie groß die Bedrohung durch Darth Malak und die Sith auch sein mag, dürfen wir Jedi unsere anderen Verpflichtungen nicht vernachlässigen.
Der Rat hat Achlan Matalay versprochen, das Verschwinden seines Sohnes zu untersuchen. Wenn ihr Zeit habt, Padawan, solltet ihr euch um die Angelegenheit kümmern. Natürlich ist eure Ausbildung von großer Bedeutung, aber die Jedi sind kein Mönchsorden. Unsere Lehren und unser Wirken muss auch über die Mauern der Akademie hinausgetragen werden. In der echten Welt da draußen müssen wir uns des Titels Jedi als würdig erweisen. Denkt stets daran, Padawan. Diese Aufgabe hat ihre eigene Bedeutung. Außerdem kann sie uns für eine Weile auf andere Gedanken bringen. Und das hat durchaus seinen Wert. Okay, Leute. Dann werden wir uns dieser Aufgabe wohl widmen. Wir wissen nun, was wir tun müssen. Wir müssen einmal hier diese Ruine finden von Malak, die sie eben gefunden haben. Und wir müssen, ja, dann schauen, ob wir hier diesen Streit lösen können. Wir haben ja diese beiden Willen ja auch so gesagt. Ach, Juani, mit dir haben wir auch noch ein Wörtchen zu reden. Ich muss mich bei euch bedanken. Dank euch bin ich erneut beim Jedi-Orden willkommen. Ich sprach mit dem Rat und man half mir, die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit über mich selbst und meine Taten. Quadras Verletzungen waren nicht so ernst, wie ich zuerst gedacht hatte. Ich war närrisch zu glauben, ich könnte einen Meister wie sie mit meinem lächerlichen Angriff ernstlich verletzen. Die wilde Konfrontation zwischen uns beiden war nur Teil meines Trainings. Quadra wollte, dass ich die Bedrohung durch die dunkle Seite verstehen lerne, dass ich erkenne, wie leicht es ist, vom hellen Pfad abzukommen. Quadras Methoden mögen euch seltsam erscheinen, doch ich vertraue ihrer Weisheit. Die Lektion war schwierig, doch ich habe viel aus ihr gelernt. Bescheidenheit ist niemals etwas, das man leicht erlernt, aber jetzt kenne ich meine eigenen Grenzen. Nach unserem letzten Gefecht konnte mich Quadra nichts mehr lehren. Ich brauchte Zeit, um meinen aufgewühlten Geist zu erforschen. Erst dann war ich bereit, dem Führer zurück ins Licht zu folgen. Ihr habt mich geführt. Als ich aufbrach, wusste Quadra, dass sie mich nichts mehr lehren konnte. Es gibt andere Schüler in der Galaxis, die eine Ausbildung benötigen. Sie konnte nicht bleiben, um zu sehen, ob ich diese schwierigste aller Prüfungen bestehen würde. Mit eurer Hilfe habe ich diese schwierige Prüfung bestanden. Der Rat ist der Ansicht, dass ich bereit bin, mit meiner Ausbildung fortzufahren, obwohl sie mich baten, derweil hier abzuwarten. Hey, freut mich, dass du nicht nachtragend bist. Was vorbei ist, ist vorbei, weißt du? Das war eine schmerzliche Lektion, Juhani. Aber offenbar hast du daraus gelernt. Ich bin sicher, dass du dem Orden alle Ehre machen wirst. Ich weiß nicht, was der Rat mit mir vorhat, aber ich werde der Macht und dem Weg der Jedi vertrauen. Sie werden mich durch alles führen, was mich auch erwarten mag. Ja, das freut mich, dass es dir, dass einmal ihre Meisterin noch lebt und dass sie hier auch jetzt wieder hier zurück ist. So, mit unserer coolen Sonnenbrille. Ja, Leute, das ist so gangstermäßig. Sie hat auch so eine coole Brille. Was kann ich tun? Die hat nicht so cool. Ja. Aber egal, zumindest sind wir jetzt hier unterwegs. Zwei Jedis. Wir haben auch unser Lichtschwert. Sie hat aber zwei Lichtschwerter. Das ist natürlich noch ein Stück cooler. Aber man kann nicht alles haben. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann zumindest weiter hier um auf Dantooine und schauen, was uns noch für Abenteuer erwarten. Bis zum nächsten Mal von Star Wars Knights of the Old Republic. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.